Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich wollte heute mit euch mein Päckchen vom Hasen mit Punkten auspacken. Das hat mich ja heute erreicht und ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon mal reinlinse, aber Uta hat das alles sehr gut verpackt. Ich habe es eben schon aufgeschnitten gehabt und wie gesagt, mal reingelinst. Warum Ute mir ein Paket schickt, ist ganz einfach. Und zwar haben wir einen Tausch gemacht und sie hat ja zwei Keten, glaube ich. Und ich wollte gerne eine davon und wollte etwas von mir selbst gemachtes geben. Das ist noch in Arbeit. Ich bin noch nicht ganz fertig. Sie hatte ja die Teile schon fertig. Und ja, das ist eigentlich so der Grund für dich, nicht einfach nur ein Schal. Oh, das ist ja lieb. Sie hat sogar einen eigenen Stempel. Schaut mal, das ist ja auch cool. Hasenpost für Scham. Und Büroklammer, wie ihr seht. Sehr cool. Mit dem Legostein. Ach, ist das cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist die Karte, die lese ich kurz für mich alleine. Vielen lieben Dank, Ute. Ich denke nicht, dass es das letzte Paket war. Ich freue mich schon riesig. Du hast alles so schön verpackt. Und ja. Wenn es so schön verpackt ist, dann traut man sich immer gar nicht, es auszupacken. Und schaut euch mal das Papier an. Das ist so süß. Und auch noch die rote Schleife. Und dann auch noch so wahnsinnig viel. Eigentlich war ja nur die Kete abgesprochen. Aber sie meinte, sie hat auch noch was Kleines für meine Mäuse. Und ja, yeah, was Kleines für meine Mäuse. Ich sehe hier schon, es sind 20 Millionen Pakete drin. Okay. Was machen wir als erstes? Machen wir den Schal? Ja, eigentlich war ja der Schal auch abgesprochen. Also machen wir auch mal den Schal. Er lag auch oben drauf. Und ich bin ja riesig gespannt. Ich finde das so toll, wenn Leute nähen können. Ich kann gerade meine Gardine halbwegs umnähen und das nicht wirklich gerade. Also, Entschuldigung fürs Rascheln. Was versuchst du rauszunehmen? Das sieht ja toll aus. Und Bonbons, das kann ich gleich wieder. Ah, sehr lecker. Die kann ich wieder in meine Box füllen, weil ich habe ja von Lafkina habe ich ja schon diese Tasse gekriegt. Jetzt bin ich nicht auf den Namen gekommen, ganz schlimm. Und das ist die Kete, um die es eigentlich geht. Und das ist innen drin ganz flauschig. Oh. Und die Bambis, die glitzern. Als wir damals das Video gesehen haben, da war Emma, also meine Tochter mit dabei und die hat gesagt, oh, schön. Und die Bambis, die wollte gestern, die wollte dann auch schon immer sagen, hier, wo ist das Paket? Ja, das ist jetzt heute da und ich kann es ganz alleine auspacken für mich. Ah, vielen lieben Dank, Ute, das ist ganz super klasse. Also sehr schön und die Bambis, die glitzern echt ganz toll. Der wird dann gleich eingeweiht. Sehr schön. Bei uns ist es nämlich heute richtig kalt. Es hat zum ersten Mal gefroren jetzt die Nacht. Ist richtig Auto freikratzen, alles drum und dran. Naja, gut, egal. Für die Große, auch Handarbeit. Oh, es klimpert. Das ist immer gut. Ist das okay, wenn ich das auspacke? Das dürfte reichen. Was dürfte reichen? Oh! Ute! Das ist dieses Klebeband, gell? Dieses Nassklebeband. Ach, du bist ein Schatz. Da kann ich das endlich mal ausprobieren, weil ich habe nämlich schon auf Amazon geguckt, aber es war kein Händler zu finden, der es nach Holland geschickt hat. Ich danke dir. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, da freue ich mich riesig. Oh, dass du da noch dran gedacht hast. Vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Für die Kleine. Ja, hier. Jetzt ist die Frage, darf ich das auspacken oder nicht? Was praktisch für die Kleine? Oh, du hast so viel Zeug für die Mäuse mit rein. Was praktisches für die Große? Müsste sein. Selbst gemacht.
Keramikpapier. Das klingt auch toll. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es so klappert. Ich bin ja froh, dass ich hier keine Betriebsanleitung finde, wie bei Lafkina. Da habe ich es ja voll vercheckt wieder. Keramikpapier. Ach, ist das zum Copics malen dann? Wozu nimmt man... Das musst du mir mal verraten, wofür man Keramikpapier nimmt. Glöckchen, also Glöckchen gehen immer gut. Sehr cool. Und was hast du denn da oben drauf geklebt? Och, ein Weihnachtsding. Eine Weihnachtsglocke. Könnt ihr das erkennen? Jetzt kommt die Sonne gerade raus. Ja, da hat es einen Weihnachtsaufkleber. Guck mal, und da glitzert. Sehr cool. Dann hat sie auch... Ja, sie hat ja im letzten Video gesagt, sie liebt Stifte und verschenkt auch gerne Stifte. Also hier ist eine Biene. Eine flotte Biene ist da dran. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Der kommt auch wieder auf meinen Schreibtisch. Coole Sache. Dann hast hier noch Stempelabdrücke, würde ich sagen. Und bestimmt geplottert. Sie hat sich ja den Plotter geholt. Oder dafür gespart und gekauft. Sag mal so, geholt. Das hört sich an wie abgeholt. Dann hat sie hier so Papiere. Oh, die sind schön. Die sind schön für Weihnachtskarten. Ist das eine Stanze oder hast du das mit dem Plotter gemacht? Sehr schön. Sehr, sehr cool. Dann ist das hier, würde ich sagen, gestempelt auf Aquarellpapier. Das ist dieses Keramikpapier, würde ich sagen. So wie es sich anfühlt. Da auch nochmal gestempelt. Für Friede, Leben, Lieben, Lachen, Glück. Ja, sehr schön. Der ist ja auch cool. Ein Weihnachtsmann. Aber das kann man jetzt gut gebrauchen zur Weihnachtszeit. Haben wir schöne Text mitgestalten. Den hat man vorhin schon gemacht. Dann haben wir hier einen coolen Weihnachtsmann. Ich hoffe, der mit dem großen Sack, den ganzen Geschenken, der kommt auch für mich. Ein Weihnachtsbaum. Dann haben wir hier nochmal den ein ganz kleines Stückchen größer. Der ist auch gut, der Stempel. Knöpfe. Oh, das ist auch cool. Ist das ein Hintergrundstempel, diese Knöpfe? Sieht sehr cool aus. Dann haben wir hier... Oh ja, auch nochmal. Den haben wir zweimal. Okay. Vielen lieben Dank. Coole Stempelabdrücke. Die werde ich dann für meine Weihnachtskarten mit verbasteln. Ups. So. Und dann mit dem Keramikpapier, das musst du mir nochmal, ob das für Copics dann ist oder, weil das fühlt sich auch so glatt an. Und ja, dann ist die Frage, darf ich die Sachen für meine Mäuse auspacken, ja? Ja, na klar, oder? Wenn ich, ich bin nämlich super neugierig, was da drin ist. Dann fangen wir an mit für Kleine zum Spielen. Für die Kleinen zum Spielen. Ah. Nein. Oh, ist das cool. Sind die cool. Haute. Und die fassen sich so schön an. Was ist das für Stoff? Und die bimmeln. Sehr cool. Die bimmelt nicht, oder? Doch, die bimmelt ja auch. Ne, die bimmelt nicht. Nur der Stern bimmelt. Oh, da dürfen sie aber artig sein, die Mäuse. In Holland fängt das ja bald an mit dem Sinterklaas. Das ist ein bisschen, es läuft hier Weihnachten ein bisschen anders als in Deutschland. Und da, ja, da kann ich das sehr gut gebrauchen dafür. Oh, sehr cool. Praktische für die Große. Was Praktisches für die Große. Oder machen wir erst hier noch die. Boah. Sorry, es ist ein bisschen durcheinander wieder. Selbst gemacht. Aber ich bin ja nicht immer die unbedingt die strukturierteste. Das tut mir ja leid. So. Und du hast noch gesagt, nee, es ist nicht die Schande in deinem Video. Ja, ja. Ich dachte schon, huh? Kriegt jemand. Oh, ist die schön. Guckt euch mal die an. Ah. Mit dem Riesen. Sehr cool. Dann hier hatte einen nochmal in grün, den hatte ich ja vorne am Brief dran. Auch, ja, mit Knöpfen. Das ist eigentlich auch die Idee eigentlich. Hinten drauf Glitzer. Ach, die ist ja auch toll. Sag mal, ne, Resin machst du nicht, oder? Nee, oder? Nee.
Sehr cool. Oh ja, hier so ein großer Stein, der ist auch hübsch. Sehr schön. Aufklebers. So ein Puffy-Sticker. Wie hast du das hinten drauf gemacht? Hast du dann einfach Glitzerpapier draufgeklebt, ne? Das ist auch eine coole Idee. Mit denen. Und hier hast du so... Was sind das eigentlich? Wie nennt man die Dinger, die so halbrund sind, so? Weiß ich gar nicht. Und hier ist ein Smiley drauf. Der ist auch cool. Den muss ich mir hier, glaube ich, hinmachen bei meinen Memo, also bei meinen Karten, dass ich... Sehr cool. Vielen lieben Dank. Oh, das sind sehr coole Büroklammern. Die kommen dann wieder mit in meine Sammlung. Ich habe ja schon eins, zwei kleine Döschen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. So. Das muss sein. Ja, ich habe leider nicht so viel Platz auf dem Schreibtisch. Bei mir sieht es wieder aus wie Sau. Ich bin noch mit dem Projekt von Ute beschäftigt. Und wenn ich dann jedes Mal aufräumen täte, dann würde es ewig dauern, bis ich alles wieder zusammengesucht habe. Darum muss man hier etwas... Ja, die sind wirklich sehr süß. Und da muss ich ein bisschen lachen, weil Lafkina hat auch so, sie hat da auch mal was dazu gesagt gehabt, dass ich ja, sie ein bisschen vom Wesen her an den Kuchenfräulein erinnere. Da muss ich schon wieder feiern. Vielen lieben Dank. Aber sie sind auf jeden Fall sehr cool. Auch noch Knöpfe drauf, schöne kleine Details. Ja, Plätzchen backen, ja. Das ist, naja, ich bin nicht unbedingt, ja, die Küche ist nicht unbedingt eins meiner beliebtesten Räume im Raum. Vielen lieben Dank, Ute, auf jeden Fall erstmal. Da muss ich eben Schutzkoten gucken. Das war für die kleine Maus, dann hat sie hier noch was für die große Maus, nochmal was für die kleine Maus und nochmal was für die große Maus. Dann machen wir nochmal was für die kleine. Das hat sie auch selber gemacht. Ah, die Ute, die kann auch so viel. Ah, die Ute kann auch stricken. Ist nicht wahr. Ah, ist das cool. Das ist genau das richtig für in die Gummistiefel rein. Die passen nämlich noch nicht richtig. Ah, ist das cool. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Stricken kann ich nicht, also das ist für mich wie böhmische Dörfer. Ah, sind die sehr, sehr cool. Und vom Fuß her müsste es auch passen, ne? Echt super. Dann hier. Oh, diese... Der Stoff ist schon mal mega cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist dann was für den Kopf, oder? Oder macht man das... Das ist was für ein Kopf obendrauf, gell? Für die Maus. Ist ein Haartuch. Und kein Halstuch, oder? Und das ist ein Halstuch. Okay, okay, nur Rallis. Das sind die zum Drummachen, ja. Ah. Sehr cool. Sehr schön. Die Stoffe sind toll, Ute. Und das festigt so schön an immer. Oh ja, wenn du wüsstest, wie oft wir in der Woche dieses Teil aus dem Kühlschrank holen müssen. Man könnte meinen, ich habe Jungs. Nein, es sind zwei Mädchen. Und dann hast du hier, ah, das ist ja genial. Sehr, sehr cool. Und die Erdbeermädchen. Ist das süß. Ach, ist das cool. Da hast du eins, zwei, 3, 4. Och, sehr schön. Meine Güte. Da muss ich mir noch richtig was überlegen. Ob ich das noch alles schaffe? Och, nee. Ah, ist die cool. Ah, der Stoff, schaut euch mal den Stoff an, ist der cool. Da weiß ich aber, wer da... Da gibt's doch wieder Ärger. Ich meine, sie ist stretch, da kann sie jeder mal aufsetzen. Sehr cool.
Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Ist das cool. Oh, da freuen sie sich, die Mäuse. Vor allen Dingen, ich habe so zwei wunderbare kleine Dickköpfe. Das ist, ja. Ja, naja, egal. Praktische für die Große. Machen wir das für die Große noch? Kann ja nicht nur die von der Kleinen auspacken, muss ja auch die für die Große auspacken. Bin ja neugierig. Ah! Ute, ich sehe, du kennst meine zwei Streithammel. Sie hat quasi eine für die Kleine und eine für die Große gemacht. Ute, du denkst mit ihr. Klasse, super klasse. Sehr genial, sehr, sehr cool. Oh, vielen lieben Dank. Auch der Stoff ist sehr schön. Auch die Sterne, sehr, sehr cool. Hat quasi das gleiche. Oh, Marienkäfer. Ist das cool. Und das ist auch wieder so eins für den Kopf, gell? Oh, da freut sie sich. Die Kleine, also die Große, ich sage ja immer die Kleine, gell? Aber die Große, die ist so enorm damit beschäftigt, mit ihrem Aussehen, mit dem Alter schon, wo ich mich frage, wo sie das nur her hat. Zauberhafte Prinzessin Lilifee. Oh ja, das sind so Zauberbilder, nennt sie sie immer. Das sind so Zauberbilder, da muss man mit dem Stift. Oh, da freut sie sich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ach, Ute, die knutscht dich, wenn die dich sieht. Und auch nochmal so eine Kompresse und dann auch nochmal mit den dazugehörigen. Ach, sehr cool. Meine Kleine steht voll auf Rosa. Beide. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, Ute. Oh, da kriege ich dich. Oh, sehr, sehr coole Sachen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eins. Und dann haben wir alles gehabt. Und dann wurden wir sehr reich beschenkt. Oh, ist der cool. Oh, ist der cool. Das ist wie eine, ja, ich würde sagen, das ist eine aus dem Baumarkt eine Dübelstange. Machst du auch Fimo? Hast du den mit Fimo selber gemacht, den Knopf? Oh, ist der schön. Und auch in der richtigen Farbe. Das ist der Zauberstab, den sich Emma neulich gewünscht hat. Sehr cool. Oh. Vielen lieben Dank, Ute. Ach, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Ute. Ich werde mich jetzt gleich mal bei dir melden, weil ich habe dir noch nicht verraten, dass das Paket heute angekommen war. Weil ich war so heiß drauf aufs Auspacken. Ich bedanke mich ganz dolle bei dir. Es sind wunderschöne Sachen. Sehr, sehr schön. Mit viel Liebe alles gemacht. Und mit viel Liebe ausgesucht. Und ja. Doch, habe ich jetzt alles? Ja, doch. Mit viel Liebe ausgesucht und da muss ich mir echt noch was überlegen. Also, ja, da muss meine grauen Zellen nochmal heiß laufen. Jetzt muss ich erstmal noch das für Nicole fertig machen und dann, dann ist der Fokus auf dich komplett gerichtet. Und ich danke dir ganz herzlich und ich denke, dass das auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient, das ganze Paket. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, Ute, hab einen schönen Tag und ihr anderen auch alle und danke. Ciao.